Schaut gut aus. Und ob sich Lissi und Franz auch ohne Worte verstehen, das weiß ich nicht. Nur mit Blicken und kleinen Zeichen? Gute Frage. Susanne Neff und El Cid, die können das. Die beiden sind allerdings kein Kaiser oder Liebespaar. El Cid ist das Pferd von Susanne Neff. Und diese beiden sind dann doch ein ganz spezielles Paar. Maria Thiele hat die beiden im oberfränkischen Grub bei Bamberg besucht. Na hoppla, aber keine Angst, das war Absicht. Ein kurzes Zeichen von Susanne Neff nämlich genügt und El Cid gehorcht. Sogar einparken klappt. Also nichts wie rauf und los. Und zwar ohne Sattel und Zaumzeug. Also wenn ich jetzt nach links wenden will, dann schaue ich nach links, drehe meinen Oberkörper nach links, tue mein äußeres Bein hin und mache mein inneres Bein auf. Also wenn ich anhalten will, dann atme ich einfach aus. Und wenn ich loslaufen will, dann atme ich wieder ein. Und das funktioniert. Susanne Neff ist Tierpsychologin, eine echte Pferdeflüsterin eben. Mensch und Tier im Einklang, ohne Gewalt und jeden Zwang. Das jedenfalls ist ihr Ziel. Gut, ein bisschen Wunschdenken war am Anfang schon mit dabei. Mein Traum war es eigentlich immer so, wie ich immer früher Fury oder so gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, also so müsste man sein Pferd reiten können, ohne Sattel und Zaumzeug, kommt auf Pfiff und dann holt es einen noch von der Schule ab. Naja, dafür ist Susanne ja nun doch schon etwas zu alt. Trotzdem, ein Pferd ist für sie ein guter Freund und kein Sportgerät. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man so eine Kommunikation aufbaut und dass man lernt, wenn anzufangen zu denken wie ein Pferd und einfach mit dem Pferd kommuniziert. Klingt eigentlich ziemlich einfach. Reden, und zwar von Mensch zu Pferd. Und manchmal, so scheint es fast, auch umgekehrt.